Moin und hallo zu Hamburg der Tag. Heute aus ganz besonderer Atmosphäre, wie versprochen. Wir stehen hier in einem waschechten Erstligastadion und das mitten in Hamburg. Das ist schon etwas Besonderes, zumindest ab der kommenden Saison natürlich ein Erstligastadion. Denn wir nehmen unsere Sendung heute hier am Millerntor auf, also dem Stadion des FC St. Pauli. Im Hintergrund, man hört es vielleicht gelegentlich, sind noch die Aufräumarbeiten in vollem Gange von der großen Aufstiegsfeier. Der Rasen wird nebenbei auch noch wieder erneuert von den ganzen Fans, die draufgerannt sind beim Platzsturm am vergangenen Sonntag. Und das hier sind unsere wichtigsten Themen heute. Hundertschaft am Grand Elysée. Ermittlungen gegen Eugen Block wegen Entführung seiner Enkel. Kunstschau beim FC St. Pauli. Millerntor Gallery in diesem Jahr anders als sonst. Niederlage in der Barclays Arena. Handballer müssen sich überlegenen Flensburgern geschlagen geben. Ja, und damit kommen wir zu unserem ersten Thema. Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat eine Hundertschaft der Polizei das Grand Elysée Hotel der Blockgruppe umstellt. Das Amtsgericht Hamburg hat im Zuge der Ermittlungen wegen der gewaltsamen Verbringung zweier Kinder der Beschuldigten Christina Block von Dänemark nach Deutschland weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, so die Staatsanwaltschaft. Es bestehe der Verdacht, dass sowohl der Blockhausgründer Eugen wie auch seine Tochter Christina Block die Kindesentziehung organisiert und mithilfe weiterer Beschuldigter durchgeführt haben soll. Die Durchsuchungen fanden am Morgen im Grand Elysée Hotel in der Roten Baumschule, aber auch in den Poppenbüttler Wohn- und Geschäftsräumen des zwischenzeitlich ebenfalls Beschuldigten Eugen Block statt. Auch sollen seine Kraftfahrzeuge durchsucht worden sein, um Beweismittel aufzufinden. Die Ermittlungen dauern an. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema. Wir sind ja nicht umsonst hier im Millerntor-Stadion, denn einerseits geht es natürlich um den Aufstieg des FC St. Pauli. In unserer heutigen Sendung geht es aber auch um die Millerntor-Gallery. Die findet ja jährlich im Sommer statt. Dieses Mal aber ganz besonders, nämlich schon Ende Mai. Warum? Nun, weil hier auf dem Rasen mit im Stadion Nationalmannschaften während der EM trainieren werden. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni verwandeln Viva Con Aqua Arts und der FC St. Pauli das Millerntor-Stadion bei der Millerntor-Gallery zum 12. Mal in eine Kunstgalerie. Grund für den frühen Zeitpunkt ist die Fußball-Europameisterschaft, da das Stadion als Trainingsstätte für die Nationalmannschaften laut der UEFA zur Verfügung stehen muss. Die Galerie selbst findet dieses Jahr auch wieder unter einem besonderen Motto statt. The Art of Movement ist das Motto von diesem Jahr. Das heißt, wir stellen uns die Frage, was bewegt uns, wie können wir uns bewegen, wie können wir Zukunftsperspektiven aufbauen und was tragen wir aktuell in unseren Herzen. Passend zur Europameisterschaft in Deutschland gibt es in allen Austragungsstätten eine besondere Aktion mit dem Namen 11 Walls, 11 Goals. Wir haben im Vorfeld von der diesjährigen Millerntor Gallery in ganz Deutschland Wände gestalten dürfen. Und die 10. Wand, die wir gemacht haben, ist in der Eimsbüttler Chaussee. Das bedeutet, 11 Walls ist ein Projekt, das wir im Vorfeld der Millerntor Gallery machen durften. Und die 11. Wand wird dann hier im Millerntor Stadion sein. An dieser wird seit Mittwoch bereits fleißig gearbeitet. Was jetzt jedoch dort zu sehen ist, hat jedoch nichts mit dem endgültigen Kunstwerk zu tun. Das, was da jetzt gerade zu sehen ist, das ist jetzt erstmal nur ein Doodle Grid. Da male ich im Grunde genommen wahllos irgendwelche Muster, Buchstaben an die Wand. Und da lege ich dann hinterher mit einem Foto auf meinem Handy halt einfach meine eigentliche Skizze drauf. Und dann kann ich mich halt relativ easy orientieren, um meine Skizze an die Wand zu bringen. Das fertige Kunstwerk soll dann eine Hommage an soziale Bewegungen der Millerntor-Galerie, den Fans und den SC St. Pauli sein. Für den Verein selbst spielt die Millerntor-Galerie eine wichtige Rolle. Es ist tatsächlich toll, weil es für viele Menschen die Türen öffnet, die Räume öffnet. Das ist in der gesamtgesellschaftlichen Debatte wahnsinnig wichtig, dass man auch mal, wo sehr viel Ausgrenzung passiert und so weiter, Räume öffnet, wo Menschen in Dialoge kommen, wo Kunst und Fußball zusammenkommen. Und das ist wahnsinnig wichtig, auch gerade hier Leute anzusprechen, die sonst nicht so viel mit Fußball vielleicht zu tun haben, aber trotzdem Fußballkultur sehen können, riechen können, durch die Südkurve gehen, wo unsere Ultras zu Hause sind und auch sehen, was es dort mit Kunst auf sich hat. Aufgrund des verkürzten Zeitraums werden die Gänge in diesem Jahr nicht mit neuen Bildern übermalt, sondern aus zeitlichen Gründen werden nur bereits vorgefertigte Kunstwerke aufgehängt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich dennoch auf ein prall gefülltes Programm und ein Konzept, das den Fokus auf die Musik und das diesjährige Kulturprogramm legt, freuen. Und damit kommen wir zu weiteren Meldungen aus unserer Stadt im Nachrichtenüberblick. Da
Das Tragen von Niqabs und Burkas wird zukünftig im Schulunterricht nicht mehr erlaubt sein. Das hat die hamburgische Bürgerschaft am Mittwoch per Gesetzgebung verabschiedet. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen werden das Schulgesetz entsprechend ändern. So sei die Mimik des Gegenübers lesen zu können eine wichtige Basis für den Lernerfolg und ein gutes Miteinander an Schulen. Laut der Schulbehörde soll es aktuell in Hamburg 10 Schülerinnen geben, die mit verhülltem Gesicht den Unterricht besuchen wollen. In Einzelfällen sollen Ausnahmeregelungen zugelassen werden können, etwa aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Planten und Blumen ist der beliebteste Park in Deutschland. Das geht aus einer Analyse des Vergleichsportals testberichte.de hervor. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Bewertungen von Grünanlagen im ganzen Land analysiert. Planten und Blumen erreichte dabei 4,8 von 5 Punkten und konnte sich im Vergleich gegen insgesamt 1760 andere Parks durchsetzen. So wurde der Park nicht nur für seine Wasserspiele, die sauberen Toiletten und die vielen Sitzmöglichkeiten gelobt, sondern vor allem für den japanischen Garten sowie den Rosengarten. Auch andere Hamburger Parks haben vergleichsweise gut abgeschnitten. So landete der Stadtpark auf Platz 33 und der Jenischpark auf Platz 57. Grundlage der Auswertungen waren Google-Rezensionen zu Parks in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Die Bilanz zum Oben-ohne-Schwimmangebot vom Bäderland Hamburg ist ernüchternd. Seit knapp einem Jahr ist es Frauen in 2 Bädern erlaubt, ohne Bikini-Oberteil zu schwimmen. Die SPD-Bezirksfraktion Eimsbüttel hatte das Angebot beschlossen, um sich mehr für die Gleichbehandlung der Geschlechter einzusetzen. Laut Bäderlandsprecher Michael Dietl sei im Kaifu-Bad jedoch erst einmal eine Frau oben ohne geschwommen. Ob eine Hamburgerin ohne Brustbedeckung im Hallenbad Wandsbek im Wasser war, wisse er nicht. Trotz der geringen Annahme des Angebots soll das Projekt fortgesetzt werden. Da es bislang keine Beschwerden gab, spreche laut Dietl nichts dagegen. Das Bezirksamt Altona will die Parkmöglichkeiten für Fahrräder im Bezirk verbessern. Dafür wurde am Donnerstag ein digitales Beteiligungsformat gestartet. Bis zum 13. Juni können Bürgerinnen und Bürger unter Fahrradparken-Altona auf einer digitalen Karte Anregungen und Ideen zur Umsetzung und geeigneten Orten einbringen. Ziel der Kampagne ist es, den wachsenden Radverkehr in Altona besser einzubinden und Anwohnern mehr Möglichkeiten für die Abstellung ihres Fahrrads zu ermöglichen. Ja, und damit kommen wir zum Sport natürlich mit meiner Kollegin Christina Tiedals. Christina, wir sitzen hier auf den Trainerbänken des FC St. Pauli. Wir sind im Millerntor-Stadion, um uns herum überall Müll sozusagen, Feiermüll. Also man sieht, hier wurde ordentlich gefeiert. Was ist denn sonst noch geplant beim FC St. Pauli an Feierlichkeiten? Ja, du sagst es, man sieht, hier wurde ordentlich gefeiert, aber es ist auch noch mehr geplant. Und zwar jetzt schon direkt am Montag, am Pfingstmontag. Es findet unter anderem eine Demo statt. Und auch die Spieler sollen geehrt werden im Rathaus vom Bürgermeister. Und auch auf dem Spielbodenplatz finden dann noch Feierlichkeiten statt. Verschiedene Acts treten da auf. Und hoffentlich wird dann auch die Meisterschale übergeben. Es steht ja noch ein Spiel an. Der Kiez-Club braucht einen Sieg und dann werden sie Meister in der zweiten Liga. Und als Meister aufzusteigen ist ja nochmal schöner. Aber wir wollen auch noch mal auf einen anderen Sport schauen, einen anderen Hamburger Sport. Handball war gestern Abend, der HSVH war im Einsatz. Und wie das gelaufen ist, wir schauen mal rein. Sorgen beiseite schieben, auf die kommende Aufgabe fokussiert, hieß es am Mittwochabend für den Handballsportverein Hamburg. Im Nachholspiel des 20. Spieltags empfingen sie in der Barclays Arena die SG Flensburg-Handewitt zum Nordderby. Die 8.973 Fans sahen einen schwachen Start der Hamburger. In den ersten 3 Angriffen gab es mehrere Ballverluste und keinen Torerfolg. Die Flensburger scheiterten am Hamburger Torhüter bitter. Doch danach kamen die Gäste unter Anfeuerung der mitgereisten Fans zu schnellen Toren und gingen in Führung. Mortensen verwarf für die Hausherren 2-7 Meter und so ging es mit einem 11-18 in die Pause. Dort fand der Trainer der Hamburger deutliche Worte. Ich durfte keiner großen Analyse. Es ging, glaube ich, klar darum, dass wir endlich mal einen Zweikampf in der Abwehr gewinnen. Sie waren sehr, sehr dominant im Angriff gegenüber unserer Abwehr. Und vorne haben wir natürlich zu viele Fehler gemacht. Flensburg kam ins Tempospiel. Das ist das kleine Handball einmal eins, was man gegen Flensburg verhindern muss. Und das haben wir nicht geschafft. Dennoch ging es in der zweiten Halbzeit so weiter, wie es in der ersten aufgehört hatte. Die Flensburger trafen das Hamburger Tor. Doch auch die Hausherren trafen unter den Anfeuerungen ihrer zahlreichen Fans das Tor der Gegner und blieben dran. Doch 2 2-Minuten-Strafen schwächten die Hamburger und die Flensburger zogen davon. Gegen Ende des Spiels trafen auch die Hamburger eins und andere Mal ins Netz, doch der Vorsprung war schon zu groß. Und so ging das Spiel deutlich mit 30-41 an die Flensburger. Die rund 9000 Fans sahen dennoch ein unterhaltsames Spiel. Natürlich, man will auch den Zuschauern das bieten, was sie eigentlich verdient haben, aber ja, da gibt es einen Gegner und es selber fehlt vielleicht ein Tick Energie und ein Tick Glaube und ja, dann reicht das schon, gegen so eine Mannschaft dann auch entsprechend nach Hause geschickt zu werden.
Torhüter Jogi Bitter erklärte weiter. Klar, das ist, wenn wir gegen die Top-Mannschaften hier spielen, dann wissen wir, wie schwer das ist. Da sind wir dann oft noch ein Stückchen hinterher mit unserem Kader. Aber wir glauben jedes Mal wieder dran, dass wir eine Chance haben. Gegen Kiel war es so, dass sie die Tür ein bisschen aufgemacht haben und wir sind reingeschlüpft. Das klappt nicht jede Woche, heute leider nicht, aber beim nächsten Mal geht es wieder bei Null los. Am Samstag trifft der Handballsportverein Hamburg dann auf den Tabellennachbarn Leipzig. Ja, damit werfen wir noch einen Blick auf das Wetter. Heute war es ja wieder fantastisch. Mal schauen, wie es in den kommenden Tagen aussieht. Meteorologe Frank Böttcher hat die Antwort. Ein Luftmassenwechsel steht bei uns ins Haus. Es wird also eine deutliche Wetteränderung geben und damit herzlich willkommen zu den Aussichten. Noch liegen wir im Zustrom sehr warmer Sommerluft aus Südost- und Osteuropa. Doch tief Ildiko kommt langsam ein bisschen näher und dann dreht der Wind in den kommenden Tagen auf nördlichere Richtung. Und von dort kommt etwas kühlere Luft hereingeweht. Ein Luftmassenwechsel stellt sich ein. Jetzt in der Nacht bleibt es sehr mild. Die Nachttemperaturen bei 15 Grad, das entspricht den Tiefsttemperaturen einer klassischen Sommernacht. Die Temperaturen steigen morgen dann im Tagesverlauf schnell wieder an auf Werte zwischen 25 und 26 Grad. Dabei sind morgen Vormittag allerdings erst einmal viele Wolken unterwegs. Es sind vor allen Dingen hohe Wolken, Schleierwolken, durch die die Sonne ab und zu hindurchscheinen kann. Vor allen Dingen am Nachmittag wird es dann wieder freundlicher. Die Schleierwolken werden dünner. Die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Insgesamt erwarten wir 12 von 16 Stunden Sonne. Dazu weht ein mäßiger Wind, zeitweise auch ein frischer Wind aus östlichen Richtungen. Die Temperaturen in den kommenden Tagen gehen dann doch langsam zurück, weil der Wind eben auf nordöstliche Richtungen dreht. Da kommt etwas kühlere Luft von der Ostsee hereingeweht. Am Samstag erst freundlich, später einzelne Schauer und Gewitter. Am Sonntag ein ähnlicher Wetterverlauf bei ähnlichen Temperaturen und auch die neue Woche startet mit einzelnen Regenschauern am Montagvormittag. Ab dem Montagnachmittag ist es dann meistens wieder freundlich und trocken. So wird auch der Dienstag ein freundlicher und trockener Tag bei insgesamt 7 Stunden Sonnenschein und Tagestemperaturen, die sich kaum ändern. Die neue Luftmasse beschert uns Höchstwerte um 20 bis 22 Grad. Mit den Aussichten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Ja, vielen Dank, Frank. Und das war es auch von der heutigen Sendung von Hamburg, der Tag aus ganz besonderer Atmosphäre. Morgen sehen wir uns wieder wie gewohnt im Studio. Bis dahin.